Es gibt manche amerikanische Speisen, die ich noch nie hatte, aber gerne mal probieren würde. Darunter Turkey Leg, Funnel Cake und so gewisse Corn Dog Varianten. Und neben den teuren Disney Parks gibt es auch nur einen Ort, wo man all diese Gerichte auf einmal bekommen kann. Die State Fairs. Diese Jahrmärkte bedeuten frittiertes alles. Schwindelerregende Fahrgeschäfte, Zuckerwatte, Demolition Derbys, Schönheitswettbewerbe, Live-Unterhaltung und vieles mehr. Ich begrüße dich zu einem weiteren Beitrag hier und danke dir fürs Einschalten. Sofern dich Tipps und Themen zu USA interessieren, bist du hier genau richtig. Damals waren Jahrmärkte ein Mittel zur Förderung der Landwirtschaft. Man wetteiferte darum, wer das schönste Schwein oder die gepflegteste Kuh hatte. Im Allgemeinen sollten sie das Landleben fördern. Im Laufe der Zeit entwickelten sich die Volksfeste zu einem Unterhaltungsangebot mit Spielen und klapprigen Fahrgeschäften, die von fragwürdigen Schaustellern betrieben wurden. Aber mehr als das ist es heute. Die Jahrmärkte haben sich so entwickelt, dass sie überragende Essenskreationen anbieten, die man sonst nirgendwo findet. Denn wie man sich denken kann, hätten IHOP oder Waffle House einfach nicht den Mumm, frittierte Pop-Tarts zu servieren. Gut, für manche der Speisen braucht man eine tolerante Krankenkasse oder vielleicht auch mal einen Zahnarzt. Aber Kirmes ist ja schließlich auch nicht jeden Tag. Und da steckt der Teufel im Detail. Wann zur Hölle ist denn Kirmes und wo? Das lässt sich immer so schlecht in der Routenplanung einbauen, weil man erstens gar nicht daran denkt und zweitens die Märkte ja immer nur ein paar Tage aufgebaut sind im Jahr. Wenn man also während seiner Planung mal ein kleines Loch vorfindet und dieses mit einer Kirmes zu füllen gedenkt, dann passt das niemals. Das habe ich schon ganz oft versucht. Darum habe ich dir und mir mal die wichtigsten Termine für dieses Jahr rausgesucht, damit wir sie gegebenenfalls direkt mit in die Tour einbauen und somit erleben können. Eine State Fair ist die jeweils große Hauptkirmes eines Bundesstaats. Das bedeutet, dass es landesweit viele, viele weitere Jahrmärkte gibt. Und sollte dir ein Bundesstaat fehlen, wird es daran liegen, dass der Termin noch nicht offiziell bekannt gegeben wurde. Neben dem Termin findest du natürlich auch die Stadt und eine kurze Info zum jeweiligen Fest. Noch eins vorneweg, vielen Dank an meinen neuen Supporter Thomas. Er hat sich kürzlich zu einer Kanalmitgliedschaft entschlossen und unterstützt meine Arbeit hier auf freiwilliger Basis. Sofern auch du Interesse daran haben solltest, einfach unter dem Video auf Mitglied werden klicken und ganz unverbindlich ansehen, was es damit auf sich hat. Jetzt aber her mit dem Termin. We'll be right back.
Ich kann nur hoffen, dass die für dich relevanten Bundesstaaten dabei gewesen sind. Ansonsten werden die Termine sicher in den nächsten Tagen oder Wochen bekannt gegeben. Lass gerne ein Like da und erzähl mir in den Kommentaren, ob du solche Infos hilfreich findest. Hier neben mir findest du noch weitere Videos, zum Beispiel wie du an einen günstigen Full-Size-SUV kommen kannst oder wo du Direktflüge kriegst. Ich bin weg für heute. See you soon.